Himmel oder Hölle, Wunder oder Misserfolg. Die Aufstiegshelden von Darmstadt 98 wandern in ihrer ersten Bundesliga-Saison seit über 3 Jahrzehnten auf einem ganz schmalen Grat. Vor dem ersten Spiel der Saison überwiegt jedoch die Vorfreude. Ja, wir freuen uns riesig auf dieses Spiel gegen Hannover 96. Das erste Spiel wieder seit 33 Jahren, glaube ich, in der ersten Fußball-Bundesliga, was Darmstadt zu sehen bekommt als Heimspiel. Seit Dirk Schuster 2012 das Traineramt bei Darmstadt übernommen hat, geht es bei den Lilien steil bergauf. Vor 2 Jahren noch in der dritten Liga schaffte man mit dem 47-Jährigen den direkten Durchlauf ins deutsche Fußballoberhaus. Die Spannung beim Chefcoach, sie steigt von Tag zu Tag. Man ist einfach geil drauf auf das erste Spiel. Man kann es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht. Schlafen kann ich ganz gut. Mehr Kaffee trinke ich auch nicht. Das macht sich da in solchen Handlungen nicht bemerkbar. Aber es ist schon so eine leichte innere Unruhe zu verzeichnen, eine Vorfreude, ein leichtes Kribbeln auch schon. Wie in den Jahren zuvor wollen die Lilien mit viel Einsatz das Unmögliche irgendwie doch möglich machen. Doch das Unterfangen Klassenerhalt wird für den krassen Außenseiter der Liga alles andere als einfach. Das ist auch dem Trainer bewusst. Ich denke, dass Hannover 96 hier herkommt, um das Spiel zu gewinnen. Was sollen sie auch anders machen, anders sagen? Ich glaube, dass jeder Verein hierher kommt oder gegen uns spielt und sagt, ja, wenn wir gegen Darmstadt nicht gewinnen, gegen wem soll man denn dann gewinnen? Wie auch immer das Spiel am Samstag zum Auftakt ausgehen wird, in Darmstadt ist man zunächst einmal froh, zurück in der Bundesliga zu sein.